So, weiter mit unserem kleinen süßen Lara. Leider freiwillig. Sag mal. So. Das sieht man manchmal immer so schlecht. Das ist eigentlich, was ich mache. Okay. Die Aussicht. Hammer. So, und jetzt wieder ein bisschen sliden. Und runter mit dir. Gut. Da haben wir Laterne. Ah. Man kann die auch verwenden, um Zeug zu zerbrennen. Genau. Warte. Da haben wir noch eine Kiste mit Material. Brauchen wir natürlich. Der nächste Tote. Ein Revolver. Komm mal, eigentlich eine Knallbummwaffe. Ich muss erstmal das hier nehmen. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual, weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Attacke! Okay. Den kann ich hier durch erschießen, das ist schon mal sehr gut. Headshot, Junge. Waffen wechseln da. So, gut jetzt mit dir hier. Agios Otheos. Agios Prophetis. Natürlich. Du quatschst ein Mist. Sie haben ihn gefangen. Wen? Muss. Oh nein. Nein. Okay, haben wir noch ein bisschen Material? Waffen wechseln, das habe ich schon rausbekommen. Und Munition für die Waffe, das ist auch schon mal gut. Dietrich. Scheiße, hätte ja sein können. Okay, wir werden trotzdem Bogen weiterhin benutzen erstmal. Das sind auch viele. Da ist er doch. Da bläht mein. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht? Nein. Wie könnte das jemand... Das zweite Paar Augen am Arsch. Also. Unser Ziel ist fast erreicht, aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben. Ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Du laberst deinen Scheiß.
So, das wird jetzt so lustig hier. Keiner fasst ihn an. Okay. Man kennt da hoch. Das Ding ist 50 Jahre alt. Okay, dann schließen wir es. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Ich mach das von oben. Es gibt noch Probleme mit dem Treibstoffsystem. Schlagt noch keinen Alarm. Wir arbeiten dran. Guck mal, kannst du mir mal helfen? Ja, klar. Ich sehe. Ratzi, fatzi ging das. So, den plündern wir. Okay, ja, noch ein bisschen Munition. Okay, wie viel haben wir hier unten? Da ist einer. Wir verlieren den ganzen Scheiß Treibstoff. Ich steh mir schnapp. Dürfte es eigentlich was werden, da drüben sind. Wo ist er? Wo ist er? Zeig dich doch mal, du blöde Sau. Jetzt. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Zunächst setzen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Ziel haben. Keine Ahnung. Gib mal die Lampe her. Und wenn ich das vorhin richtig gesehen habe, müsste dort theoretischerweise. Ja, ist auch eine Öl oder irgendein Scheiß. So, kann die so weit werfen? Ich will es hoffen. Ich werfe es mal gleich zu den da am besten hin. Ist klar, ihr habt mich gleich gesehen. Was ist hier oben jetzt los? Oh, muss ich jetzt hier raus? Krass. Was ist denn jetzt mit meiner Lehrer? Was war denn das? Alter, warum ist denn die jetzt so misleitet? Was war das jetzt für ein krasser Bug? Krasse Scheiße. Oh, lass mich erstmal hier das Zeug noch looten. Okay, der hatte nichts mehr. Da oben ist noch was. Ach, doch nicht in das Feuer springen, die doofe Kuh. So, hier haben wir noch ein bisschen Munition. Ja. Haben wir auch alles? Und noch irgendwas? Scheinbar nicht. Okay. Dann können wir weiter. Ah, hier haben wir noch so ein Russending. So ein Kommunistenstern. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Russisch Level 2. Yeah. So, du gibst mir noch ein bisschen was. Und dann hier drüber. Zap, zarab. Schauen, ich hier wieder was vergesse. Da ist der Rabbit. Ist ja schon alles voll. Ich sehe aber auch nichts weiter. Ne. Kann man da noch was mitnehmen? Ist auch voll. Okay, ich müsste meine Drache-Kapazität von Taschen wahrscheinlich erhöhen, wenn es das nicht gibt. Ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Hinten rum, hinten lang. Kriegen wir schon irgendwie hin. Sieht so nice aus. Nicht schießen. Ich bin kein Feind.
Danke, kann ich die looten? Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Cool. So, hier haben wir wieder eine Riesenkiste. Krieg ich aber nicht auf. Achso, ich benötige einen Dietrich dann. Alles klar. Hier haben wir noch ein bisschen Munition. Nehmen wir natürlich mit. Und hier ist noch Beheft. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Krieg mal hin. Mach mal. Okay, ich soll jetzt irgendwas zerstören. Aber erstmal gehe ich hier Basislager. Und mach ein bisschen hier. Ich bin der Meinung, dass ich schießen lernen sollte. Upgrade. Er wollte es mir heute beibringen. Es war völlig aussichtslos. Ich habe immer gesagt, im Einsatz braucht man einen starken Stock und gute Stiefel. Ich sagte, ich sei ein Mann der Worte, nicht der Waffen. Er lachte und sagte, er hoffe, dass ich die richtigen Worte für einen angreifenden Bison finden würde. Ich sagte ihm, dafür hätte ich ja ihn. Ach Quatsch, kann ich so schon andere? Ich glaube nicht, dass es weiteren Unterricht gibt. Roth sagte immer, die scharfen Augen und die ruhigen Hände hätte ich von Mutter. In diesem Sommer brachte er dann mir das Schießen bei. Mir gefiel es. Vielleicht zu gut. Okay. Hier kann man auch nichts weiter machen. Dann werden wir uns einen Fähigkeitspunkt noch gleich setzen. Und zwar setzen wir den, da haben wir eins, das haben wir zwei, machen wir hier Kämpfer. Und zwar erledigen erheblich weniger Schaden durch Explosion und Feuer. Ja, das heißt, ich beim Ausweichen Feind ohne Rüstung und werden automatisch ausgeplündert. Machen wir das. So, dann gehen wir noch mal schnell ins Inventar. Stellen ein bisschen Munition her. Haben wir voll. Und da fehlt uns noch ein bisschen Haut. Gut, dann werden wir das ändern. Dann werden wir uns noch ein bisschen Haut beschaffen, dass wir da uns so besser ausrüsten können. Geschafft? Nein! Sender zerstört. Ich habe noch nicht alle gefunden, aber bald. Okay. Ein Wolf haben wir erledigt. Wir haben uns gleich mal die Haut von den Krallen. Oh, jetzt haben wir echt viel zu tun hier, gell? Jetzt gibt es richtig viel Zeug. Großes offenes Gebiet. Versteckte Sachen wahrscheinlich. So, Munition haben wir auch erstmal voll. Ah, da ist schon wieder was. Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten. Aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Ja, wir machen das schon. Ich bin ja mit Lara hier. Alles gut. Auf. Und da fehlen mir die Dietriche. Ach ja. Okay. Kann man hier hochklettern? Switch. Nee. Wo kommen wir hier raus?
Da haben wir noch ein Vogelnest, da können wir uns ein paar Federn holen, das ist auch sehr nice. Und da drüben sind Wölfe. Scheiße. Aber ich brauche die Felle. Sonst wird das hier nämlich nichts. Die kann ich nicht plündern. Schade. Da ist noch ein Berg. Doch, da war doch was. Wollte schon sagen. So, da können wir uns nämlich die Munitionstaschen noch vergrößern. Das ist schon mal sehr nice. So, hier sind aber keine Typen, oder? Bis jetzt. Ne. Sieht noch relativ safe aus. Gut, da wäre schon mal ganz kurz nochmal ins Basislager runterrennen und wir haben mir meine Taschen vergrößern. Und waren das da unten? Bin ich da irgendwie hoch? Ja. Guck ich auch nochmal ganz kurz hoch. Dass ich hier irgendwas vergesse. Da rechts war gerade was. Da ist auch noch was. Da ist eine Kiste. Sehr nice. Achso, da komme ich darüber. Das ist jetzt aber totaler Latsch. Das brauche ich jetzt nicht. Nein. Noch nicht alle gefunden. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht erfreut sein. Wir ich würde jetzt sagen. So, Inventar. Ausrüstung. Hä? 15 Fälle, ich habe 8. Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. 20. Alter, wie viel brauche ich denn dafür? Okay. Gib mir dein Fell. Zwei und ein Geweih. Cool. Den haben wir auseinandergenommen, oder? Ich hätte ja gerne noch den einen Wolf da oben gehabt, aber... Da ist er. Ah, da kam er raus. Das ist schon mal gut, dass er nochmal rauskam. Da konnte ich mir jetzt nochmal schnell die Felle von denen holen. Finde ich jetzt mal gar nicht so tragisch. Bin ich mal gespannt, ob ich überhaupt hier in die Höhle rein kann. Weil von hier kamen ja die Wölfe. Sieht die Höhlen der Sowjetanlage. Da unten sind Pilze. Okay. Also gibt es hier wieder mehrere Herausforderungen. Gar nicht mal so schlecht. Oh, warte mal, hier ist noch so ein. Das nehmen wir mal mit, wenn es geht. Russisch. Diese Markierungen deuten offenbar auf einen Ort in der Nähe. Stufe 3. Tja, Lehrer, da müssen wir noch ein bisschen mehr lernen. Da ist auch nichts. Scheint alles relativ hier ruhig zu sein. Da drüben sind noch ein paar Wölfe. Warte mal, die suche ich mir mal noch zu krallen. Oben rein. Was sind sie? Kommunikationsrepeater. Trinity muss die installiert. Ah, hier haben. Ist einer.
machen schnell kaputt. Hammer. Gib mir dein Fell. Wenn man dankt. Glück haben wir das auch noch. Jawohl. Wieder ein Fell. Okay. Dann mache ich mal ein ganz kurzes Päuschen. Und in der nächsten Folge werden wir uns weiter um die Fälle kümmern und die Kommunikationseinrichtung zu zerstören. Und warum ist die jetzt gerade gedockt? Okay, erstmal egal. Wir sehen uns da wieder. Ciao.